Hallo, Micha Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. 7 Dinge, für die du nie wieder Geld ausgeben solltest. Das ist unser Video heute. Und wie du wirklich Geld sparst. Das ist doch ein Thema, oder? Jeden Euro, den du sparst, kannst du anlegen. Jeder Euro, den du angelegt hast, kann dir Rendite bringen. 21.000 Leute haben das gesehen. Ist über einen Monat alt. Sehr cool. 50 Kommentare. Also Attacke. Einige Tipps, um Geld zu sparen, sind offensichtlich. Geh nicht so oft in Restaurants. Ja, also es ist ja immer diese Mischung aus... Ich möchte leben. Das Leben ist echt kurz, auch wenn du halt 80 wirst oder so. Aber du möchtest ja auch Geld sparen. Also ne? diese Mischung, sich ab und zu mal etwas zu leisten, aber nicht jeden Tag rauszugehen. Und hör auf zu rauchen, sind wahrscheinlich Sachen, die du schon ziemlich oft gehört hast. Und legt Geld in Aktien von einem Tabakkonzern an. Es gibt aber auch eine Reihe von Dingen, die dir wahrscheinlich nicht bewusst sind. Dinge, für die du jeden Tag Geld ausgibst, ohne es wirklich zu bemerken. Okay, die Schwiegertochter von Warren Buffett, die habe ich mal auf einem Event in München getroffen und die hat gesagt, hey, ihr Sohn haut ganz viel Geld raus, ist immer pleite und so, der geht jeden Tag zu Starbucks und so weiter mit Freunden. Ne? Ja, das sind so Geldverbrenner, wenn du dann halt jedes Mal, keine Ahnung, am Tag 15 Euro oder so für 3 Kaffee ausgibst oder so. Ja. In diesem Video verrate ich dir 7 Dinge, für die fast alle Menschen unnötig viel Geld ausgeben. Wenn du sie einmal kennst und verhinderst, wirst du viel mehr Geld zum Sparen zur Verfügung haben, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. Zum Investieren? Ganz ehrlich, nicht zum Sparen? Das Geld bringt dir nichts, wenn du es sparst, es wird nur weniger wert. Weil was bringt dir dann halt 10.000 D-Mark zu D-Mark-Zeiten? Das sind 5.000 Euro, das ist gar nichts mehr, aber 10.000 Mark war schon richtig cool. Weil die Inflation zuschlägt. Also, du hast mehr Geld zum Investieren übrig. Das ist ganz, ganz wichtig. Lass uns mit einem etwas bekannteren Punkt einsteigen. Erstens, Nachtleben. Mit Sicherheit bist du schon öfter in einen Club gegangen und hast dich hinterher gefragt, wo dein ganzes Geld hin ist. Damit bist du nicht allein. Und dann irgendwie um 2 Uhr, 3 Uhr nachts noch einen Döner essen oder so. Oder kurz nach McDonald's nochmal 10 Euro bei McDonald's lassen. 55% gehen zweimal pro Woche aus. Ein Drittel der Deutschen geht sogar regelmäßig in Clubs feiern. Im Durchschnitt geben wir dabei 31 Euro pro Nacht aus. 16% der Clubgänger, also jeder 5. gibt sogar über 50 Euro für einen Abend aus. Pro Monat können das gerne mal zwischen 100 und 200 Euro sein. Ja, so habe ich auch meinen ersten Amerika-Flug finanziert. Ich habe so etwas nicht gemacht. Meine Freunde mit Anfang 20 waren feiern und ich habe mein Geld gespart und alle haben mich dann gefragt, hey, wie kannst du dir in Amerika leisten und so weiter. Jo. Zweitens, Leute beeindrucken. Das Bedürfnis an... Oh ja, das ist echt heftig. Das ist heftig. Ne? Es gibt ja diesen tollen Spruch, der kommt gleich, glaube ich, auch. Ich habe das ja schon 3 Minuten oder so, habe ich das Video gesehen. Ich fand das so genial. Aber Leute beeindrucken. Mir ist das völlig egal, was Leute von mir denken. Ja, ich kaufe mir schöne Sachen, die mir gefallen. Zum Beispiel dieses Cappy. Gefiel mir voll. Habe ich im Beverly Center in Beverly Hills gekauft. Aber es war jetzt auch nicht irgendwie, dass es ein Vermögen gekostet hat. Gucci kostet 260 Dollar oder so und das hat einfach nur 60 Dollar gekostet. Ja. Andere Menschen zu beeindrucken stammt noch aus alten Zeiten. Stammesmitglieder wurden entweder von einer Gruppe aufgenommen oder mussten sterben. Heutzutage ist das Überleben für uns viel leichter geworden. Die meisten wollen aber immer noch... Oh, dann warst du aber noch nicht auf so eine Berliner Schule, wo du als Einzigster dann halt keine Markenschuhe hast oder so. Du musst auch sterben. Nein, Spaß. Aber ihr kennt das, ne? Das ist schon Gruppenzwang für Schüler. Und wenn du dann halt keine breite Brust hast, ja, dann... Von jedem gemocht werden. Dieses eigentlich alte Bedürfnis hat zu einer Kultur des Geldausgebens geführt. Ein passendes Zitat aus dem Film Fight Club. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Oh ja, das ist so ein geiler Spruch. Sag dir das immer mal wieder. Warum kaufst du etwas? Hast du darauf Bock? Willst du das wirklich haben? Alex Düsseldorf-Fischer hat auch dieses tolle Hörbuch Reicher als die Geissens. Dort geht er auch so ein bisschen drauf ein, was einen glücklich macht, welche Investitionen, ne? Auto und so. Voll interessant. Auf die meisten Menschen trifft dieses Zitat leider immer noch zu.
Hast du schon einmal ein neues Outfit gekauft, nur um die Frau deiner Träume zu beeindrucken? Sag ich nicht. Einige kaufen sich sogar ein viel zu großes Haus oder ein teures Auto, nur um ihren Freunden zu zeigen, wie gut es ihnen geht. Ja, wobei das Auto ist oft so, ne, man hat ja, die Deutschen haben ja gerade Spaß dran, ne? Wenn ich das in Frankreich sehe oder so, die Autos, die am Straßenrand stehen, wie verbeult die sind, teilweise so Autos, wo du denkst, ey, das Auto kann doch nur 2 Jahre alt sein. Das sieht aus, als ob es 16 Jahre alt ist oder so. So runtergerockt. Ja. Wenn du dich wirklich für Autos interessierst oder einen teuren Computer kaufen willst, weil es dir wirklich Spaß bereitet, ist das etwas anderes. Aber ja. Ich habe auch dieses MacBook hier gekauft, womit ich gerade aufnehme, 2500 Euro, aber ich muss sagen, boah. Ja, ich habe dann gesagt, ach komm, dann haue ich mir die größte Arbeitsspeicher rein, was da war, in der Preisklasse und so weiter, aber ich habe mich dann auch ein paar Mal geärgert, ein Windows-Rechner für 1000 hätte es dann auch gemacht, muss es dann unbedingt Apple sein, ja, zumal auch ein bisschen was an Software da auch nicht immer hundertprozentig funktioniert bei Apple, Kaufe niemals. Also gerade diese Windows-Software, ne? Die funktioniert gar nicht. Und wenn es dann eine Apple-Version gibt, ja, dann. Ja. Und dann gibt es Leute, die ich als Freunde habe, die sagen, ja, dann habe ich mir Windows draufgehauen auf dem MacBook. Dafür brauche ich dann auch kein MacBook, wenn ich ein Windows wieder drauf habe. Egal, anderes Thema. Eure Gegenstände, nur um anderen zu gefallen. Menschen, die es wirklich wert sind, einen neuen Platz in deinem Leben zu haben, würde es egal sein, ob deine neue Jacke von Zara oder Supreme ist. Anstatt das Geld auszugeben, um reich auszusehen, kannst du das Geld besser sparen oder investieren und wirklich reich werden. Investieren. Sehr, sehr geil. Investieren, nicht sparen. Klar, du musst etwas sparen, damit sich das lohnt, dann halt zu investieren, weil 5 Euro in Aktien ist ein bisschen schwierig zu. Mittlerweile geht das zwar, dass da ein paar Broker sind, mit denen ein paar Euro auch starten kannst, aber die Gebühren fressen sich da auf oder eine Immobilie, brauchst du natürlich auch ein bisschen was. Aber investieren. Um solche Käufe in Zukunft zu vermeiden, solltest du dich fragen, ob du für dich oder für andere kaufst. Wenn du dir diese Frage eine Zeit lang bei Käufen stellst. Ich mache das so. Zwischen einer Woche und 2 Wochen warte ich, wenn ich mir etwas kaufen möchte. Ich habe ja genug Geld eigentlich, um mir kleine Sachen alle zu kaufen. Aber ich warte einfach 1 Woche bis 2 Wochen, brauche ich das wirklich. Und wenn ich dann nach 2 Wochen das Ding immer noch haben will, kaufe ich mir das. Zuletzt war das halt so ein Teil, so eine Handyhalterung, so ein Stabilisator, um Videoaufnahmen mit dem Handy zu machen. Ja. Irgendwie 10 Tage gewartet und nach 10 Tagen fand ich das Teil immer noch cool und ich wollte es haben, auch wenn es so Zeitreisen nicht ist und Vlogs kann ich auch nicht für euch machen. Ich wollte damit ein paar Vlogs machen und unterwegs auf Reisen, aber ich habe es mir trotzdem schon mal gekauft, weil ich das cool fand. Und aber wieder nach 10 Tagen ungefähr. Wirst du viel weniger Geld für Dinge ausgeben, die dich nicht glücklich machen und langfristig viel Geld sparen. Drittens, spontane Käufe. Zu den Sachen, die du dir sparen kannst, gehören auch spontane Käufe. Einen Kaffee unterwegs und einen Schokoriegel an der Tankstellenkasse sind schnell. Also einen Kaffee unterwegs hole ich mir auch ab und zu mal. Ne? Gerade wenn ich dann halt in New York bin oder so, da gehe ich immer bei 7-Eleven gehe ich dort rein. Ja, das ist so ein kleiner Luxus. Ne? Das sind $3 oder so oder $2,50, je nachdem, welche Größe man beim Kaffee hat. Und ich werde mir jetzt bald auch die App holen, dann kostet es, glaube ich, jedes Mal nur $1 oder so mit der 7-Eleven-App. Nein, diese Folge wird nicht gesponsert von 7-Eleven, aber ja, also wie gesagt, ein bisschen was braucht man. Einen Schokoriegel in der Tankstelle habe ich schon lange nicht mehr gekauft oder so. Weil gerade auch wenn da ein Supermarkt daneben ist und ich bekomme eine ganze Tafel Schokolade für 1 Euro, warum soll ich mir dann für 1,30 Euro einen Riegel kaufen oder so? Auch an den Supermarktkassen, wenn dann die Gummibärchen sind, die kleinen Dinge oder so, die überteuert sind, wo du dann halt eine große Tüte bekommst, also dann kaufe ich mir dann natürlich was Großes. Habe ich nie verstanden, habe ich auch noch nie gemacht. Ich war ja auch Flaschensammler in Berlin und es gab dann Leute, die haben dann halt ihre Pfandflaschen oder ihre Dosen auf der Straße hingestellt und 2 Meter weiter war ein Spätkauf, wo sie es abgeben hätten können. Oder es gibt dann so Leute im Prenzlauer Berg, da ist ein Lidl gewesen und daneben ist auch ein Spätkauf. Nein, die gehen dann im Spätkauf und kaufen sich die Cola, statt nebenan bei Lidl. Ja, du musst dann vielleicht 2 Minuten anstehen, weil 3 Leute vor dir sind oder so. Aber du sparst die Hälfte. Lustig, in Cannes, vor der Kasse war ein Mädchen, die hatte eine 0,5er Cola-Flasche. Und ich hatte eine 1,5 Liter Flasche. Und sie hat das gleiche bezahlt wie ich.
Ich glaube, die hat sogar noch ein paar Cent mehr bezahlt für die 0,5 Cola-Flasche. Und ich habe 1,5 Liter. Rein theoretisch kannst du das lieber wegschütten, wenn du dann halt so Sachen hast. Ich weiß nicht, warum sie die kleiner, aber praktischer und keine Ahnung, was passt besser in die Handtasche oder so. Aber ne, allein dabei spare ich andauernd schon etwas. Ja. Schnell gekauft. Kostet ja nur 3 Euro. 3 Euro, die schnell zu teuren Angewohnheit werden. Dazu kommt noch das Hemd, das du auf dem Weg nach Hause im Geschäft gesehen hast. Spontankäufe sind emotionale Käufe. Auch sehr sparsamen Menschen fällt es manchmal schwierig, einem Impulskauf zu widerstehen. Diese Käufe sind eine Belastung für das Portemonnaie und hindern dich langfristig daran, viel Geld zu sparen. Du kannst Spontankäufe vermeiden. Für den Kaffee to go solltest du dir einfach angewöhnen, Kaffee von zu Hause in einem Thermosbecher mitzunehmen. Also auf jeden Fall, wenn du sowieso zu Hause bist und fährst zur Arbeit und hältst dann sowieso an. In Amerika gibt es ja auch viele, die holen sich Kaffee am Drive-In oder so. Starbucks hat da manchmal auch, oder Dunkin' Donuts oder sowas, irgendwie so eine Donuts-Kette hat das auch oft, das oder so. Habe ich auf jeden Fall gesehen, irgendwo, keine Ahnung. In Berlin hatte ich das, glaube ich, auch gesehen. So ein Drive-In mit Kaffee nur. Dann ist es vielleicht, aber wenn du unterwegs bist und so und willst einen warmen Kaffee, also man muss es nicht hundertprozentig übertreiben, finde ich. Aber wenn du zu Hause rausgehst und hättest dir eine Thermoskanne mitnehmen können oder einen Thermosbecher und oder du fährst dann sofort 2 Minuten dann halt und holst dir was, nachdem du von zu Hause raus bist. Ja, das muss nicht vielleicht sein, aber sonst, ja, ich finde schon ein bisschen Luxus muss ja, also ein Luxus-Kaffee, ja, ne? Also. Ich kenne Leute, die kochen sich dann keinen Kaffee, wenn sie nur eine Tasse Kaffee wollen oder zwei oder so. Dabei Kaffeepulver ist ja auch nicht so teuer, ne? Also man spart manchmal. Ich koche mir dann auch einen Kaffee, beziehungsweise in Frankreich habe ich dann halt eine Kaffeemaschine mit Pads. Aber wenn ich irgendwo bin, koche ich auch mir für eine Tasse, koche ich mir eine ganze Kanne, wenn es nicht anders geht. Und dann überlege ich nachher, aber ich überlege nicht erstmal eine halbe Stunde, soll ich jetzt einen Kaffee kochen? Oder oh, das kostet wieder 20 Cent. Einkäufe, die etwas mehr Geld kosten, solltest du dir eine 3. Weil, ganz ehrlich, umso mehr Arbeit du damit hast, ne? Auch so diese Kaffee da mitnehmen, Thermoskanne, dann sauber machen und so, solltest du lieber überlegen, auch bei manchen Sachen ist es nicht sinnvoller, die Zeit zu opfern, um halt Vermögen aufzubauen, um ein Business zu starten. Zum Beispiel, ist die Putzfrau nicht viel besser oder der Putzmann, egal, eine Reinigungskraft, ist die nicht viel besser angelegt? Warum soll ich dann halt gequält 3 Stunden putzen, wenn ich dann halt für 45 Euro eine Reinigungskraft habe, die das macht und ich kann innerhalb den 3 Stunden halt viel mehr Geld verdienen wie diese 45 Euro? Ne? Das musst du dir auch immer überlegen. Sind welche Ausgaben auch sinnvoll? Ne? Ja, ist so. 30 Tage Warteliste erstellen. Schreibe Dinge auf, die du haben willst. Wenn du nach einem Monat immer noch an sie denkst und glaubst, dass es nützlich ist und dir Mehrwert bietet, kannst du es kaufen. Also 30 Tage finde ich ein bisschen lang. Ne? Aber eigentlich ist es nach 3 Tagen. Wenn ich das nach 3 Tagen haben will, dann kaufe ich das meistens auch nach 10 Tagen. Aber oft ist es dann so, wenn ich das dann schon am nächsten Tag nicht mehr haben will oder so, ach ja, mal gut, dass ich das nicht bestellt habe oder so. Ist oft so. Auch beim Einkaufen im Supermarkt ist es schwierig, nicht doch noch die extra Packung Chips mitzunehmen. Erster Tipp: Geh niemals hungrig einkaufen. Zweitens: Schreibe dir vorher eine Einkaufsliste. Eine Einkaufsliste ist schnell erstellt und bewirkt Wunder. Es ist schwierig, wirklich jeden Spontankauf zu vermeiden. Mit etwas Übung wirst du diesen Impulskäufen immer seltener erliegen und langfristig viel Geld sparen. Ja, stimmt auf jeden Fall. Gerade dann halt an eine Supermarktkasse, was ich gerade gesagt habe. Drittens: Lottoscheine und Gambling. Ah, ich habe schon lange kein Lotto mehr gespielt oder so. Irgendwo war dann halt mal, war ich in Deutschland. Da gab es einen 90 Millionen Euro Jackpot oder so. Und in Malibu gab es einen Jackpot 360 Millionen Dollar oder so. Da habe ich auch gespielt. Ja, aber das ist so, so, so selten. Auf den ersten Blick ein ziemlich offensichtlicher Punkt und trotzdem machen es viel zu viele. In Spielotheken liegt die geschätzte Auszahlungsquote an Geldspielautomaten gerade mal bei 60%. Das bedeutet, dass du bei einem Einsatz von 1 Euro nur 60 Cent zurückbekommst. Betrittst du die Spielung mit 1000 Euro, kommst du mit 600 Euro wieder raus. Ich bezweifle das. Da sind höchstwahrscheinlich viele, die auch mit null rausgehen. Und der nächste, der reinkommt, der Automat wird geführt, hat, schmeißt ein paar Euro raus. Und ne? Also, weil du hast ja nicht immer hundertprozentig Glück. Ne? Aber ja,
bezweifle das. Ich war in Las Vegas. Weißt du, wie viel Geld ich verspielt habe an Geldautomaten oder generell irgendwo gesetzt habe? $0 Ja. Und du kommst dort an am Flughafen. Selbst am Kofferband stehen schon Geldautomaten. Und da sitzen auch ein, zwei Leute, die spielen dort. Die Betreiber gewinnen im Endeffekt immer. Auch beim Lottospielen verlierst du langfristig Geld. Die Wahrscheinlichkeit, 4 Richtige zu treffen, liegt bei 1 zu 1147. Und was bekommst du dafür? Ungefähr 50 Euro. Um 20. Also, du musst 1147 Mal spielen. Kommt jetzt darauf an, Reihen oder einen ganzen Schein? Also, du musst 1147 Reihen spielen oder ganze Scheine. Das wäre jetzt mal interessant. Und dann 50, weil wenn du ganze Scheine 1000 Mal spielen musst, ja, dann Prost Mahlzeit. 20.000 Euro zu gewinnen, brauchst du schon 5 Richtige und die Superzahl. Dafür liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 542.000. Auch wenn es verlockend klingt, weder in Spielus noch beim Lotto wirst du für deine Rente vorsorgen. Selbst wenn du einmal relativ viel Geld gewinnst, hast du vorher wahrscheinlich schon genauso viel verspielt. Auf jeden Fall. Fünftens, lange Gym-Mitgliedschaften. Jeder 6. Deutsche zwischen 18 und 65 Jahren ist Mitglied im Fitnessstudio. Den Link zur Studie findest du in der Videobeschreibung. Wir kennen es alle. Die Motivation geht oft genauso schnell, wie sie gekommen ist. Die meisten gehen nur die ersten 5 Monate regelmäßig trainieren. Bist du selber Mitglied im Fitnessstudio? Der Vertrag dauert meistens 1, oft sogar 2 Jahre. Sport ist wichtig und du solltest in jedem Fall regelmäßig Sport machen. Aber brauchst du wirklich einen 2-Jahres-Vertrag im Fitnessstudio? Wenn du das nächste Mal... Ja, es gibt ja auch Fitnessstudios, da kannst du das mal aussetzen und so, ne? Ja. Aber generell solltest du, egal was du machst, es sei denn, das ist super günstig und du nutzt das, immer überlegen, wie lange du die Mitgliedschaft machst. Wie lange machst du so einen Vertrag? Mal vor der Entscheidung stehst, empfehle ich dir zuerst, ein halbes Jahr oder einen monatlich kündbaren Vertrag zu machen. Merkst du nach diesen 6 Monaten, dass dir das Training immer noch Spaß macht, kannst du deinen Vertrag upgraden. Sechstens, Abos und Apps. Abos und Apps, für die du bezahlen musst, sind eine richtige Kostenfalle. Viele Menschen haben Netflix, Prime Video, Spotify und noch eine extra App für Hörbücher. Überleg dir, was du wirklich brauchst und wofür du bezahlst, um es wirklich zu nutzen. Ja, das ist etwas, das mache ich andauernd. Ne? Ich habe davon Audible habe ich. Sonst habe ich davon nichts. Auch im Business habe ich viele Abos. Da Webseiten, da E-Mail-Marketing-System, da dies, das, das. Und ganz ehrlich, da teste ich auch immer und kündige das dann halt relativ schnell. Ich kündige relativ schnell, wenn ich etwas nicht mehr brauche. Ne? Bevor ich dann halt wieder auf der Kreditkarte gucke und denke so, oh shit, schon wieder 200 Euro. Das sind ja auch manchmal teure Sachen oder monatliche Sachen, die teuer sind im Online-Marketing-Tools. Alles löschen, was ich nicht mehr brauche. Ende aus. Auch für Apps. Aber ich überlege mir auch, bevor ich etwas kaufe. Nur weil das ein Lounge-Angebot ist und ich sage mir, ah, das könnte ich ja mal in einem Monat oder in einem Jahr nutzen oder so, deshalb kaufe ich das jetzt dann auch nicht. Ne? Also, da muss das schon echt gut sein und ich muss es sofort nutzen. Weil sonst, ich kenne so viele Leute, die wissen gar nicht mehr, was sie halt gekauft haben und bezahlen und bezahlen. Es geben einige unglaublich viel Geld aus. Brauchst du wirklich die Premium-Version einer App? Benutzt du sie regelmäßig? Was auch oft passiert, ist die Premium-Version für eine Woche kostenlos zu nutzen und dann nicht rechtzeitig zu kündigen. Beobachte dein Verhalten für einen Monat genau und mach dir Gedanken, welche Angebote du nicht regelmäßig nutzt. Und wenn du eine Premium-Version regelmäßig testen willst, erstelle dir einen Eintrag im Kalender, damit du nicht vergisst zu kündigen. Siebtens, Garantieverlängerung. Du kaufst dir einen neuen Fernseher und an der Kasse wirst du gefragt, ob du noch eine Garantieverlängerung brauchst. Oh, und die sind manchmal so teuer. Geht diese Frage mittlerweile auf die Nerven und das sollte sie dir auch. Die kostenpflichtige Garantieverlängerung deckt meistens nur Produktions- und Materialfehler ab. Dadurch geht das Gerät meistens in den ersten 2 Jahren kaputt. Zu diesem Zeitpunkt gilt noch die gesetzliche Garantie. Alles danach ist normale Abnutzung und wird dir nicht ersetzt oder liegt im Ermessensspielraum des Händlers. Sogar die Verbraucherzentrale sagt, dass sich eine Garantieverlängerung in den meisten Fällen nicht lohnt. Auch dazu findest du den Link in der Infobox. Das sind die 7 Dinge, für die du wahrscheinlich kein Geld mehr ausgeben solltest. Okay, sehr coole Dinge. Was sagst du dazu? Solltest.
Wenn du nicht nur Geld sparen, sondern auch mehr verdienen willst, dann habe ich hier noch ein Video für dich. So, Ende aus. Ja, es gibt sicherlich noch ein paar Sachen, auch Preise vergleichen, regelmäßig Preise vergleichen. Und auch mal zu unterschiedlichen, ein Insider-Tipp, weil ich ja immer reise. Flüge und Hotels kosten jeden Tag einen anderen Preis. Und oft ist es dann so, am Wochenende kosten die Flüge 30 Euro mehr, habe ich festgestellt, bei vielen Airlines und bei vielen Buchungsportalen. Und Anfang der Woche, Dienstag, Mittwoch, sind die auf einmal 20, 30 Euro billiger. Ich habe das schon so oft gemacht. Warum? Weil natürlich die Leute nach Feierabend und am Wochenende Zeit haben und suchen dann die Flüge. Das heißt, ich kann da ein bisschen mehr verlangen. Und dann hatte ich mich am Anfang geärgert, oh, jetzt ist der Flug 30 Euro teurer geworden und so. Gucke ich nach ein paar Tagen wieder, ja, dann ist er wieder 30 Euro billiger geworden. Also ruhig mal das Spiel. Auch schau bitte, mit welchen Geräten du ins Internet gehst. Es gibt Gerüchte, dass viele Anbieter dir höhere Preise anzeigen, wenn du ein Apple-Gerät nutzt. Du gehst mit einem iPhone rein, die sehen das ja, und du zahlst als Apple-Nutzer ein bisschen mehr. Bei Booking.com ist es zum Beispiel andersrum, da gibt es manchmal Sonderpreise angeblich für Handy-Benutzer oder so. Ja, und wie gesagt, auch bei Booking.com oder so, log dich dort ein, und wenn du dann halt so eine Partnerschaft hast mit mehreren Punkten und so, kriegst du manchmal noch eine Wasserflasche oder sonst was extra. Nutz so Sachen. Ne? Es gibt ein tolles Video, ach nee, das war ein Livestream. Schau dir meine Livestreams an. Und auch rückwirkend kannst du das, da haben wir halt ein Video angeguckt in Amerika mit den ganzen Gutscheincodes. Du gehst erst in den Laden rein, kaufst eine Kleinigkeit, bekommst an der Kasse einen Gutscheincode für Calvin Klein, dann gehst du bei Calvin Klein rein, kaufst dort etwas, bekommst 30% Rabatt nochmal zusätzlich im Outlet Center, und mit der Bezahlung bei Calvin Klein kriegst du wieder einen Gutscheincode für den nächsten Laden und so. Voll lustig. Nutze Sachen auch. Mein Name ist Michael Kotzer, ich bin Rucksackunternehmer und ich bin raus. Ciao.